Moin, moin. Wir sind hier bei Nico, bei meinem Freund Nico, heute mal wieder zu Gast. Nico will uns nämlich was ganz Tolles zeigen, hat eine richtig schöne, geile Lanz Bulldog Sammlung. Lanz Bulldog Trecker, ich glaube, wie lange gibt es die schon? 1923? 21 wurden die ersten gebaut. Da wurden die ersten Trecker gebaut, in Mannheim. In Mannheim bis Ende der 50er, also 61 war definitiv Schluss bei Lanz. Ja. 1958 hat John Deere die Aktienmehrheit übernommen, da wurden sie dann schon grün lackiert. Es wurden 200.000 Bulldogs gebaut. Insgesamt? Ja, und man glaubt es gar nicht, sehr, sehr viel in Export, sehr viel nach Australien und Afrika und so, die waren da sehr beliebt, weil die so robust waren. Und dann wurden auch Nachbauten gemacht. Ursus in Polen, ja, und genau. Pampa in Argentinien. Wie hießen die? Pampa. Pampa? Ja, die hießen wirklich Pampa. Die haben sie bis 1965, glaube ich, gebaut. Aha. Mit Glühkopfmotoren. Also Heinrich Lanz war damals die größte Landmaschinenproduktionsfirma in ganz Europa. Wir gehen jetzt mal und gucken uns die schönen Lanz Bulldogge an. Bulldogs. Bulldogs. Dogs. Underdog. Bulldogge. Genau. Ja, jetzt sind wir hier. Man kann sich das gar nicht vorstellen. In so einer Halle, was man denn hier so erwartet, ist völlig irre. Wenn man hier mal sieht, Nico, das ist der älteste Trecker, den du hast. Ja, ne? Ja, das ist also der älteste Lanz. Baujahr 1921. Auch schön noch im Originalzustand, wie das meiste hier auch. Und die alten abgewetzten Vorderräder noch drauf und so. Den haben wir mal im Harz entdeckt. Ich weiß nicht, das ist auch schon wieder fast 20 Jahre her oder so. Heizlampe dabei und dann schöner ölverschmierter Auspuff und so. Der läuft und fährt auch, steht jetzt ein paar Jahre hier wieder. Man kann nicht immer alles bewegen, aber nee. Schöne originale Maschine. So. Und der wurde damals aber auch nur mit Eisen bereit. Die allerersten hatten Eisenräder und dann sind sie irgendwann mal auf die Idee gekommen, so auf Kopfsteinpflaster und so. Das hoppelt ja ganz schön und knirscht, kannst du dir vorstellen, im Sand und Dreck. Und dann haben sie die aufvulkanisiert, also mit Vollgummibereifung. So, das ach so, keine Luft drin, nur so? Vollgummi, kann ich da hinten auch so ein Ding. Ja, da kommen wir noch zu. Auch ganz spannend. Ja. Und wie gesagt, Glühkopfmotor, das zeigen wir nachher nochmal, das Anheizen. Der hat auch keinen Rückwärtsgang, ist ja ein Zweitakt Glühkopf, kein Diesel, läuft natürlich mit Diesel, aber Glühkopf eben. Und den kann man umsteuern. Das heißt, man will rückwärts fahren, man lässt den Motor ausgehen, fast ausgehen, pendelt ihn um, läuft der Motor rückwärts und dann hat man so gesehen einen Rückwärtsgang. Das Getriebe, ist ein bisschen trickreich, sowas. Ja, das ist aber gar nicht schlimm, das machen wir nachher mal. Ne? Okay. Und hier, die Bremse ist ja auch irre, oder? Alter, ja, Holzklotzbremse. Holzklotzbremse. Das musst du kurbeln. So, so haben die gebremst. Das dauert ja. 4,5 km/h war das auch nicht so dramatisch jetzt. Nee. Ne? So, und dann der Klassiker ist noch, das ist die Kupplung hier. Ja. Die praktisch direkt ins Schwungrad. Oh ja, ich sehe es. Ja. Und früher hatten die auch nicht immer die Kupplungsbelege, Andi. Und dann haben sie Leder genommen. Altes, hartes, getrocknetes Leder. Ja. Das sind aufgenietet. Und das so aufeinander rein? Ja. Eine Lederkupplung. Ja, gibt immer tolle Geschichten. Mhm. Finde ich auch geil, der Dieseltank hier. Ja. Ne, auch so der als Deckel festgeschraubt und sich halt Bestandteil des ganzen Motorhaubes. Des Kurbelgehäuses. Ist gleich aus einem Guss praktisch. Ja, aus einem haben sie Guss, den Dieseltank dann mal raufgegossen. Sozusagen. Ja. Ja, die haben sich da schon. Aber die Entwicklung ging relativ schnell weiter. Dann haben sie gemerkt, ui, ui. Haben Sie gesagt, oje, oje? Oje, oje, hat er gesagt. Mhm. Ziemlich wenig Wasserinhalt. Man sieht ja den Zylinder hier. Ja. Unheimlichen Wasserverbrauch. Ja. So, und wenn du dann früher da irgendwo am Dreschen warst oder da auf der Koppel, haben sie auch gedroschen. Das ist ja ein Verdampfer, ne? Das ist ein Wasserverdampfer. Ja. Haben gesagt, oje, wir brauchen Leistung. Mit dem Ding konntest du ja eine Dreschmaschine antreiben, auch ziehen von einem Hof zum nächsten, aber ja nicht mit Ackern. Mhm. Viel zu schwer, kleine Bereifung, geht gar nicht. Und dann haben sie gesagt, so, Weiterentwicklung. Und das ist praktisch der hier. Den Motor vom 5 Liter Hubraum auf 10,5. Wow. So einen Kolben zeigen wir nachher mal. Das ist so ein Apparat. Mhm. Und das war wirklich der Knaller damals, das Ding. 160 Liter Wasser, auch ein Verdampfer. Der konnte schon mal 6 Stunden ohne Nachfüllen arbeiten. 160 Liter Wasser. 160 Liter Wasser gehen da rein. Irre, du.
Der ist jetzt auf Luftbereifung, das kam dann immer auf, aber die meisten wurden mit Eisenräder, grobe Eisenräder bestückt. Ja. Und da konnte man schon richtig, also Tag und Nacht auf den großen Gütern im Osten flügen. Und also das war eigentlich der Durchbruch mit den Bulldogs, dieses Ding. Das Arbeitstier, ne? Du? Ja, der hat auch noch keinen Rückwärtsgang, hat aber schon Dreiganggetriebe. Aha. Also der läuft auch schon ein bisschen schneller. Ja. Und da kommt man schon ein bisschen mehr was machen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ganz schlau. Das Problem war in den südlichen Ländern dieser Wasserverbrauch eben. Das ist der nächste Typ. Der hat schon, man kann da sehen, an der Seite Kühlerlamellen. Ja, ja, und das war dann praktisch der absolute Durchbruch. Da hieß es also, der Bulldog, du musst nicht mehr Wasser nachkippen. Du kannst 24 Stunden flügen. Das wurde im Osten wirklich gemacht auf den Gütern, Tag und Nacht. Ne? Und ja, damit haben sie es dann geschafft. Das ist praktisch die gleiche Maschine mit einer gefederten Achse. Mhm. Und damals hat man war schon relativ schnell, da wurde die Geschwindigkeit im Getriebe noch eingeschlagen. Also der hat 15 km/h. Aha. Das war schon unheimlich schnell das zu der Zeit. Schon schnell, ja. So, das war schon eine Ansage. Der kommt übrigens aus Italien. Aha. Ja. Was ist das hier? Ein Tarnscheinwerfer. Militär. Mhm. Mhm. Ja, im Krieg mal irgendwann montiert worden. Werkzeugkiste hier. Und den haben sie dann mal zusätzlich. Und der hatte keine. Das ist doch zusätzlich hier das Militär. Ja, der hatte keine Lichtmaschine. Die waren damals ja auch pfiffig. Ja. Sind ja teilweise noch mit Kapitlappen gefahren. Da haben sie hier so eine Halter gebaut. Haben hier einen Halter gebaut. Mhm. An der. Am Keilriemen für den Lüfter hier. Eine zusätzliche Riemenscheibe. Und eine Lichtmaschine improvisiert. Ja. Es fehlt nur noch der Riemen. Ja, der ist mir mal weggeflogen. Ja. Oder? Warte mal. Irgendwo ist er, glaube ich, noch. Naja, und dann die Beleuchtung. Also uralt, Vorkrieg, irgendwas. Wie gesagt, er kommt aus Italien. Das sieht so ein bisschen nach Citroën aus oder sowas. Ja. Dann haben die ganze Lampenstange vom Auto genommen. Hier einfach zwischengesetzt. Ne? Genau. Haben die aber gut gemacht hier so alles. Das haben die super gemacht, ja. Guck mal, da war ein Tischler dabei. Hat hier so aus Holz das so angeformt. Hat das angeformt hier. Richtig gut gemacht, du. Nicht einfach mit Gewalt angeschweißt oder so. Hier ist auch noch Vorkrieg. Das sind die kleinen Typen. Also letztendlich haben sie nachher nur zwei Motorengrößen gebaut. 5-Liter Maschinen, 4,7 Liter. Das sind die 20, 25 PS Bulldogs. Und die mit 10,5 Liter, wie Sie an Kolben zeichnen hier nochmal, 35, 45, 55. Und noch 38 Vorkrieg habe ich da drüben, fahren wir nachher mal. Das sind so die kleinen Glühköpfe, sagen die dazu. Du hast mir auch mal so eine Geschichte erzählt, wie ich dich mal besucht habe. Da hattest du auch so ein Fotoalbum gehabt, wo du in Australien warst, im Outback, und hast da Lance Bulldogs geholt. Da gucken wir gleich mal rauf. Das finde ich so irre. Wie kann man nur so geknackt sein und dann nach Australien fahren und sich da einen Dreck holen? Wir haben es gemacht. Und das hat auch funktioniert sozusagen. Ja, ne? Finde ich aber echt irre. Bemerkenswert, finde ich. Das nochmal zu dem Thema, dass einige Bulldogs einen langen, langen Weg nach Glüsing gefunden haben. Und ich habe das hier schon mal so ein bisschen, ich nehme das mal ab, ich hoffe, das geht so. Also einige Lands, die kommen ja aus Griechenland, Schweden auch, Afrika haben wir hier auch schon was gehabt auf dem Hof. Aber das war eigentlich so das größte Abenteuer. Ich glaube, das ist jetzt 15, 16 Jahre her. Da war ein Kollege von mir, Work and Travel, während des Studiums in Australien arbeiten, hat auf den Farmen mein Kumpel Tim Mähdrescher gefahren und so. Und dann, damals war noch gar nicht mit WhatsApp und so, und dann hat mir immer Kontakt per Mail. Da habe ich zu Tim gesagt, guck doch mal ein bisschen in Australien rum bei den Farmern nach alten Bulldogs. Ne? Du hast ja auch immer Ideen. Ich sage, Lanz hat sehr viel Bulldogs nach Australien exportiert damals. Frag mal nach. Das hat er gemacht. Ja, und dann hat sich natürlich wieder so eine Eigendynamik entwickelt. Auf einmal kam mir eine E-Mail, hat er angerufen, du wirst es nicht glauben, ich habe hier 2, 3 Bulldogs gefunden, auf irgendwelchen Farmen im Outback, Westaustralien. Ja, warte nun. Was mache ich? Ticket, ab in Flieger. Nee, du in ab in Flieger? Tim besuchen. Ja. In der Zeit hatte er schon 4 gefunden. Och. So. Er hatte ein eigenes Auto da und dann sind wir da dann letztendlich, ich glaube, 8000 Kilometer, Meilen, was überhaupt in Australien rumgedüst mit Auto im Outback und haben Schrottplätze und Farmen besucht und Bulldogs auch gefunden. 7 Stück hatten wir nachher zusammen. Boah. Und dann ging das nächste Abenteuer los. Ja, ja, wie kriegt man die von der Stadt weg? Dann haben wir uns hier so einen typischen
amerikanischen Haubentruck mit Bullfänger und wie sich das gehört, mit Tieflader, Sattelauflieger, mit Seilwinde und so gemietet. Ja. Das war total easy da in Perth, das Australien. Da haben Führerschein abgegeben, eine kleine Kaution. Dann hatten wir auf einmal so einen Riesenapparat, so einen Rogue Train. Und dann sind wir diese ganze Strecke dann nochmal mit dem LKW abgefahren, also mehrmals, und haben die Dinger dann aufgeladen, ne? Aus dem Busch gezogen. Ne? Und hier ist ein so ein typisches Bild, so ein australischer Schrottplatz. Wahnsinn, was da alles rumstand. Kann man jetzt nicht so viel erkennen, aber hier ist dann so ein Bullock, der dann typisch im Busch da irgendwo stand. Oder hier auch alte LKWs. Oh, toll. Also ja, wirklich wie im Wilden Westen, da die Städte oder die Ortschaften. Und hier mit deinem Freund Känguru? Ja, das war Jumpy, ja. Jumpy, was? Ja, aber das ist unser... Guck mal, hier sieht man das auch. Ja, alles genau. Voll mit... Und richtig Mad Max-mäßig. Boah, der riesen Bulldozer, ja. Bulldozer, Wahnsinn. Naja, und dann haben wir den LKW wieder geschartert. Ja. Und das hat dann auch funktioniert. Man glaubt es kaum. Und dann haben wir diese Bullocks in den Hafen verfrachtet. Haben uns zwei Container gemietet, geschartert. Das war gar nicht so teuer. Und dann haben wir die zerlegt, teilweise Auspuffanlagen abgebaut, Räder runter. Und dann haben wir die mit dem Gabelstapler reingeschoben in den Container. Da hat sich auch keine Sau drum gekümmert, ein Hafenarbeiter. So, mach mal. Die drücken den Schlüssel und den Gabelstapler in die Hand. Mach mal. Und dann bist du da. Voll easy, ne? Stopfst die Dinger da voll. Und das hat auch alles gut geklappt. Und dann kam so nach 8, 9 Wochen, kam die Container in Hamburg. Hamburg oder Bremerhaven? Ja. Hamburg. Hamburg. Ja. Ja, und dann haben wir die Container hier nach Gliesen geholt und hier entladen. Und hier verzollt. Das war ein Abenteuer. Ich muss ja sagen, wie teuer die sind. Die sind verplombt worden und dann war der Zoll hier bei uns auf dem Hof und dann haben wir die entplombt, also mit der Flex das Siegel durchgeschnitten und dann, kann ich mich noch erinnern, bei dem einen Bullock, da kam aus dem Luftfilterkasten dann so eine große Spinne rausgekrabbelt, die düst sich über den Hof, ne? Ja. Und naja, war ein Abenteuer. Aber es hat geklappt. Verrückt. Ja. Und hast du denn eine von diesen Bulldogs noch hier oder sind die? Mein Freund, der mit war, der hat den einen behalten, so als Andenken so ein bisschen. Aber ich hatte einen auch jahrelang noch, aber ich hatte den nachher doppelt und dann, wie das dann so ist, irgendwie musste das ja auch alles rollen, das Ganze. Ne? Aber war schon interessant. So, das ist diese Glühkopfgeschichte. Praktisch bis 1953. Da wurden die letzten Bulldogs gebaut mit Glühkopf, also richtig mit Heizlampe unter. Dann sind sie aber zwischendurch auf die Idee gekommen, Mensch, Glühkopf irgendwie altertümlich. Hanomag war ja fortschrittlicher, sag ich mal, Anlasser vorglühen. Ja. Wir müssen was ändern. Und dann haben sie bei den Glühköpfen schon mal gesagt, ouch, was ändern wir jetzt? Ach so, wir bauen zwei Tanks, einen Benzintank, einen Dieseltank. Ah. Eine Zündkerze. Ja. So, und eine Zündspule. Ja. So, das ist eine Summerzündspule. Das heißt, du kannst elektrisch hier schon mal Zündung anmachen. Ja, die geht nicht über Zündkontakt, sondern die Dauerzündfunke. Das summt richtig so. Ja. Und dann konntest du den Bullock mit Benzin starten. Benzin-Diesel gemischt. Nicht nur Benzin, dann geht das. Stellt man um. Ja, dann lässt ihn kurz warm laufen. Das heißt, die Glühnase, die wir sonst anheizen, wird glüht dann und wird heiß. Und dann stellst du einen Hahn um und dann läuft er auf Dieselbetrieb weiter. Das war die nächste Entwicklungsstufe. Okay. Ja, und dann kommt die nächste und Geschichte. Der hat denn schon Batterie und Anlasser? Der hat Batterie und Anlasser. Ja, okay. Gab es da schon mit und ohne Anlasser? Ja. Gab es denn den auch mit Summe und so, wo man den noch ankurbeln musste? Nee. Hier ist der Umstellhahn. Ja. So, und der hier ist, ich weiß gar nicht, Klimendeckel runter. Ja, der ist schon ohne Lenkrad zu starten, weil wir müssen bei den alten Glühköpfen ja das Lenkrad abnehmen und da reinstarten. Das ist ja auch praktisch schon ein Handgriff. Genau. Hier. Mhm. Und das ist ja auch gefährlich. Ja. Also wenn du jetzt gerade bei diesen Dingern unheimlich viel Benzin damit reingemischt hast, die knallen dann ja mal durch. Ne? Mhm. So, da sind ja auch zurück, einige Unfälle passiert. Ne? Die Lenkräder, die flogen weg und Arme, Hände gebrochen. Also, und dann sind sie auf die Idee gekommen, wir machen mal eine André-Scheibe. Eine André-Scheibe. Ja. Hier so ein bisschen mit Riffeln drauf. Kann nichts mehr passieren. Zum Andrehen. So, kann kein Lenkrad mehr wegfliegen. Also warum sie da nicht eher drauf gekommen sind, ist eigentlich eine große Frage. Tja. Aber das ist eben so die Entwicklung. Aber den gab es denn auch so wahrscheinlich noch einen Vorgänger, der hatte schon diese Summerkerze, aber noch keinen Anlasser gehabt. Oder ja, natürlich. Das gab es vor dem Krieg schon. Ja. Ne? Aber die Bauern damals, die waren da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, fanden das nicht so toll. Die Schausteller waren da früher, die waren ein bisschen besser drauf. Die hatten das, habe ich nur so gehört, ganz gut in Griff mit dieser Benzin-Anlasszündung. Ja.
Aber die richtigen Bauern, die sind morgens, als wenn sie ihr Pferd aus dem Stall geholt haben und Hafer gegeben haben oder so, sind sie losgegangen, haben die Heizlampe genommen, die Heizlampe fertig gemacht, untergebummelt. Ja. Vielleicht noch gefrühstückt zwischendurch, dann bist du mit der Ölkanne da rum, dann wird der Bullock angeschmissen. Echt nicht mehr ein Angang. Ritual. Ein Angang, ne? Wahnsinn. Ein Angang, ja. Wahnsinn. Zu den Dingern gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Die waren bei den Landwirten, die früher diese großen, massiven Glühkopf-Bullocks hatten, diese schweren Eisenschweine, weißt du? Ja. So, und dann, oder auch mit 20 PS zum Glühkopf, ist auch noch ziemlich heavy. Und dann kam so ein Ding an, 22 PS, also fast die gleiche Leistung. Sportlich jetzt schon. Sportlich, aber sehr schmalbrüstig gebaut. Ja. Und das gefiel einigen nicht so gut. Die haben gesagt, ein Bullock muss ein bisschen massiver sein und nicht so ein Schwarzbrot. Ja, ich finde das Design so schmal, mache ich die gar nicht leiden. Schwarzbrot, haben sie gesagt. Ja, Schwarzbrot, ja. Auch gar nicht so lange gebaut. Dann haben sie eine Motorhaube draufgesetzt. Ah. Das ist praktisch die gleiche Konstruktion, aber... Ach, damit kleines das Fake. Bisschen, damit das ein bisschen fetter aussieht. Damit das ein bisschen fetter aussieht. Ah, das ist praktisch das Gleiche. Das da ist unten. Dasselbe, ja. Nein, ein Fake. Du. Ein Fake. Guck mal, die Kotflügel, diese keilförmigen Dinger, das ist alles das Gleiche. Aber die haben gesagt, wie konstruiert. Und die Haube kann man so nach vorne. Die kannst du vorne aufklappen. Ja, und dann sieht das genauso aus wie da. Ja. Das haben die dann gebaut. Mhm. Und das ist auch eine der letzten jetzt hier. Das ist ja John Deere und Lanz. Ja, das ist ein reiner Volldiesel. Das sind alles noch Halbdiesel, also zum Umschalten. Ja. Und hier haben sie dann einen richtigen Volldiesel gebaut. Hier steht schon John Deere Lanz drauf. Ja, der hat wahrscheinlich richtige Glückherzen schon und so. Ganz normale Glückherze, Anlasser. Ja. Ja. Und die liefen echt gut damals. Ja. Und wie gesagt, der ist schon in John Deere Farbe, ist einer der letzten, Baujahr 60, glaube ich. Ja, Nico, dann können wir ja mal... Wir können mal rausgehen. Ich würde mal sagen, ich bin ganz heiß drauf. Wir können ja mal so einen Lanz-Bullock anschmeißen. Ja. Den mal starten und mal gucken, wie das geht. Die ganze Heizlampe, die Geschichte. Das nochmal ganz kurz. Und auch Sachen, die wurden früher laufend weggeschmissen. Das sind Zusatzgewichte. HL, Heinrich Lanz, total schick. Die konnte man hier so an die Radgewichte ranschrauben. Ah, als Zusatz. Ja. Damit er besser früher, auf dem Feld ein bisschen mehr Grip kriegt. Ja, so ein Ding wie 60 Kilo, das ist schon mal was, 120 Kilo rechts, links. Ja. Und das sind so diese typischen Sachen, die dann in den 60er, 70er Jahren hatte keiner mehr Lust, die Bullocks wurden kaum gebraucht, sowas wieder anzubauen. Mhm. Also Schrott. Ja. Also das sind wirklich Raritäten. Ne? Och, wie haben die das denn da rangeschraubt? Ja, das macht man. Ne? Ja. Ich mache das heute mit dem Gabelstapler, fahre hier rein, setze das ran und mache das in 5 Minuten fest. Aber damals musstest du wirklich 3 Leute sein, 2, die diese Scheibe dran bummeln und dann... Ja. Und dann das Loch finden, dann rumpolen. Ja, diese drei Dinger. Ja, genau. Hier ist auch Gewinde drin, da kommst du noch Scheiben extra. Noch eine, noch zusätzlich noch. Ja. Wie beim Gewicht heben. Ja, können wir nachher ja machen in Ruhe. Ja, nee, lieber nicht. Wir wollen ja gleich noch mal ein bisschen Bullock anheizen und fahren. Und mit 2 Lanz übrigens, Kameramann fährt dann vielleicht mit. Aber erstmal dachte ich noch ein bisschen was Technisches, bevor wir hier Alarm machen. Ah, hier ist das die neue Errungenschaft. Das ist die neue Errungenschaft. Wahnsinn. Ja, für Lanz-Liebhaber unheimlich spannend. Und ich auch, Bullock-Profis haben so ein Ding vielleicht schon manchmal noch nie gesehen. Baujahr 23. Das ist ja eine von den ersten dann auch schon wieder. Ja, und wir waren vorhin bei Baujahr 21, wo ich erzählt habe, dass die Dinger auf dem Acker nichts konnten. Mhm. Das kleine Ding mit den kleinen Eisenrädern, da konnte nichts. Ne? Und dann haben sie dann diesen... Das ist praktisch eine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung, damit man ackern kann. Okay. So, und eine Wahnsinnskonstruktion zu der Zeit. Allradantrieb, das Ding, vorne große Räder... Hinten kleine Räder, unheimlich Grip und eine Knicklenkung. Eieiei. Gibt es heute wieder von Case und die große Schlepper im Osten auf den Gütern oder den großen Betrieben. Die haben das heute wieder. Ne? Die haben da 500, 600, 700 bis 1000 PS, zwillingsbereift, drillingsbereift. Aber die haben das vor 100 Jahren schon so gebaut. Ne? Das ist ja unglaublich. Das war schon revolutionär wahrscheinlich. Wahnsinn. Und wenn man sich das mal anguckt, dann muss ja hier noch ein Kreuzgelenk drin. Da hat ein Kreuzgelenk. Und der muss jetzt praktisch eine Welle, die jetzt das Hinterachsgetriebe antreibt. Und hat
auch zwei Differentiale, ja, vorne und hinten. Ne? Ja. Anders geht's ja gar nicht. Nee. Ne? Sonst würde er nicht um die Kurve laufen. Ne? Da wurden 723 Stück von gebaut. Uiuiui. Von diesen Dingern. Nicht viele erhalten. Hier ist noch ein Typenschild. Jo. Typenschild, da steht Motornummer und Wagennummer. Wagennummer? Wagennummer, Motornummer, ja. Was, welche Wagennummer denn? 90, ne? 300, ich glaube 390. Oh, 390, ja. Da 12 PS steht hier. 12 PS. 1630 Kilo. Ja. Gewicht. Also auch relativ schwer. Unglaublich. War eine unheimlich aufwendige Konstruktion. Hat sich auch so gesehen nicht durchgesetzt, weil unheimlich teuer, die Schlepper, und wenig Leistung. Also für dieses Eisenschwein, der dann endlich mal ordentlich Grip hat, sind 12 PS natürlich nichts. Nee. Da haben sie den Motor nachher, um die Verkaufszahlen so ein bisschen zu tunen, auf 15 PS hochgedreht, also die Drehzahl erhöht, dann hat er 15 PS, hat er schon ein bisschen Dampf, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Nee. Weil die auch, das kommt dazu, relativ schmal gebaut sind. Das heißt, in der Flugfurche, also erstmal konnte der sowieso tief einen Einscharfluch flügen. Konnte schon fast ein Pferd, sag ich mal. Mhm. Und in der Flugfurche, musst du dir vorstellen, so ein schmaler Schlepper, wenn du so eine Furche hast, der stand dann auch schon so. Also das war dann auch alles nicht so, so angenehm. Da haben sie wohl nicht nachgedacht. Ja, naja, oder die Idee war super. Aber auch der Kettenantrieb, sehe ich hier da vorne. Da ist unheimlich, unheimliche Konstruktion. Sehr selten. Ja. Das ist Wasser und das Diesel und das ist der Öler hier. Bosch-Öler, Bosch-Ölpumpe. Ja, das finde ich auch interessant. Hier laufen ja lauter Leitungen hin und die schmieren ja praktisch die Kurbelwelle. Die versorgen jetzt die Einzelnen, den Zylinder und so weiter. Ne? Ja. Und hier kann man vorpumpen, die Ölpumpe. Aha. Ja. Und das ist das Ölreservoir. Da kommt Öl rein. Ja. Der Tank. Ab und zu mal muss man was nachkippen. Ne? So ein kleines Siebchen. Also wenn ich jetzt Öl vorpumpe, drehe ich hier mit der Kurbel. Ja, und da kann man sehen, das sind das hier so eine Plunger. Ja. So eine Plungerstößel da, Kolben. Und da pumpt er das immer oben in die Röhrchen. Ja, rein. Da pumpt das in die Röhrchen zu den Schmierstellen. Mhm. So. Ja. Oh, nächste Geschichte. Die habe ich ja schon mal laufen sehen. Ja. Aber also das ist schon eine andere Ansage, sag ich mal. Auch ziemlich selten. Ja. Lanz Raupe, man hat Raupenschlepper gesagt. Also es ist in dem Sinne ja keine Planierraupe, weil wir das Planierschild nicht haben. Eigentlich eine Ackerraupe oder Kettenschlepper, wurde auch gesagt. So. Hat natürlich unheimlich Grip, das Ding auf dem Acker. Das ist ja wie ein Panzer. Durch, ja, die hohen Stege und 55 PS, das war auch das Größte, was sie gebaut haben, an Motorleistung von den Glühkopfmaschinen. Baujahr 8 und halt, nein, die ist Baujahr 42. Und der hat auch schon 10 Liter Hubraum. Der hat 10,5 Liter Hubraum. Wahnsinn. Das Ding habe ich in Frankreich entdeckt oder gekauft. Und wir vermuten mal, weil Lanz hat ab 1942 diese Kettenschlepper nur noch an die Wehrmacht geliefert. So, also für die normalen Landwirte war sowas gar nicht mehr käuflich. Ne? Die sind ganz viele nach Russland gegangen, weil die auch im Winter auf Schnee, auf den Schneeflugplätzen, Norwegen, überall, die hatten ja unheimlich Grip. Die haben die Flugzeuge. Ja, die konnten ja praktisch überall fahren, die Dinge. Ja. Und das ist eigentlich ganz witzig. Wenn wir hier mal gucken, das ist uns erst aufgefallen, als wir sie damals geholt haben. Ja, die haben hier so wie bei englischen Sportwagen, so Ledermanschetten gebaut, an Staub, damit das nicht in die Achse hier reinkommt. Und das sind hier so, ich denke mal, von Wehrmachtssoldaten, die Manschetten von den Schuhen. Genau. Und rechts und links. Und die habe ich natürlich dran gelassen. Ne? Mhm. Hier müssen wir nochmal einmal gucken. Wir gehen da auch ganz stark von aus. Wie gesagt, ist Kriegsbaujahr. Und wenn man das, ist die Anhängervorrichtung. Und ich habe schon wirklich viele, viele, viele Bullocks hier gehabt und ja auch immer noch. Und die Anhängerkupplungen sind so massiv gebaut, sind immer unverschlissen. Ja. Aber hier, außer Rand und Band. Die ist total ausgejagelt. Aber völlig. Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen bei Lanz. Ne? Das ist so massiv gebaut. Ist da eine Feder drin? Eine Feder. Ja. Und hier ist ein Schmiernippel und so. Also wir gehen da ganz, ganz stark von aus, dass die auf dem Frankreich-Feldzug eine Kanone hinter hatte. Meistens eine 8,8er. Und dadurch doch diese Belastung ist das eben alles zerballert. Ne? Ja. Wahnsinnsmaschine. Ja, 5,5 Tonnen. Ich will mich da mal reinsetzen. Ja, nehme ich mal den Kartoffelsack hier ein bisschen weg. Ich muss da mal sitzen. Kommt dir vor wie Mad Max. Das ist total geil. Ja.
Ist das jetzt hier so, dieser Antrieb links und rechts hier so? So steuert man den. Du hast praktisch ganz toll gebaut. Normales Sechsganggetriebe wie beim Lanz. Ja. Und das sind die... Das ist Kupplung hier, der. Das ist Kupplung. Ja, das ist die Kupplung. Und du kannst, das ist praktisch die Lenkung. Ja, ja. Lenkkupplungssystem. Ja. Wenn du den ziehst, also linke Seite ziehst, dann kuppelst du links den Antrieb aus, ziehst ihn weiter, bremst ihn gleichzeitig. Und so fährt das Ding um die Kurve. Ah, und du kannst im Kreis, also kannst du auf der Stelle drehen. Du kannst auf der Stelle drehen, ja. Und das, so, funktioniert, so auch, das funktioniert auch sehr gut, ne? Ja. Das ist Gas hier? Gas. Ja. Hat auch nur Handgashebel. Das hier Bremse? Ja, du kannst die Seiten noch mal einzeln abbremsen. Ne? Ja. Und dann hat er noch mal eine Handbremse. Man, ich hast so richtig zu tun. Wozu die eine Handbremse bei dem Ding brauchst, aber... Glaube ich auch nicht. Wozu eigentlich? Aber da hast du richtig zu tun hier, glaube ich. Naja, du stehst auf dem Supermarktparkplatz. Bergab, den muss man schon mal mit der Hand. Ja, das muss sein. Du, das kriegst du Ärger mit der Polizei. Ja, da haben wir ja schon genug. Ja. Boah, Mörder, du. Aber wie gesagt, die kommt auch mit einer Bruckstedt. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Oh ja. Komme ich mit. Also Lanz hat auch schon tolle Sachen gebaut. Ne? Also Werkzeug hier. Oh, Heinrich Lanz. Heinrich Lanz Mannheim. Klasse, du. Ja, guck mal, solche Schlüssel hatten die denn. Ne? Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du mit solchem Werkzeug an so einer Maschine herumhantierst, dass das nicht immer alles so präzise ist. Ja, mal guck mal, wo sie den auch schon zerwächst haben. Hier. Ja, da haben sie mit dem Hammer drauf gehauen. Genau. Der hat schon richtig was erlebt. Hm. 33, Herr Schlüsselmaß. Ja, 28. Und 28. Das ist genau dein Alter. Ja. 33 ist so ein komisches Maß, ne? Ja, vielleicht ist er so verschlissen, dass er ja. mal zwei. Das verändert sich denn und dann kommt hier eine andere Zahl. Genau. Zustande. So, dann habe ich hier mal. Passt sogar, oder? Ja. Das ist eine 28er. Pleuelstange vom großen Lanz. 10,5 ne? Liter Lanz. Ja. Hat eine 90er Bohrung hier. Und es gab auch die großen 55 PS Maschinen. Wo das dann schon fast ein bisschen schwach war mit 90 mm, die haben dann 100 mm. Ja, boah, so ein Zapfen. Ja, allein der Pleuel wiegt schon ein bisschen was. Und dann kannst du wieder die Hände sauber machen. Ja, ist egal. Da habe ich hier mal so ein paar Kolben mal so hingestellt. Also der Bullock, nee, stimmt gar nicht, das ist ein Muferkolben. Das ist der Bullock-Kolben, den müssen wir anheben. Da. Oh, das gibt's doch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel, aber ich glaube... 30 Kilo. 25, 22 Kilo wiegt der wohl. Unglaublich. 225er Durchmesser, gab es natürlich auch im Übermaß. Ist Nasenkolben, wegen der Glühkopfgeschichte und der ganzen Umspülgeschichte beim Zweitakter. Hier habe ich mal aus Spaß einen BMW-Motorradkolben. Ja, Zünderkolben. Das ist dann der... Moop Quickly oder was will ich. Ja. Zünder, Kombinette. Kannst du ja nachher mitnehmen, ne? Ja, also nur mal so, die guck mal, der Kolben, der passt da schon rein. Ja. Aber was für eine Dimension, ne? Irre, du. Ja, vor allen Dingen, du kannst... Und dass der da so, bong, was für ein... Guck mal, den Hub auch schon alleine, ne? Das ist ja du musst dir auch vorstellen, diese Schwungmassen. So ein Schwungrad, nur eine Seite, wiegt schon mal 90 Kilo. Mhm. Dann kommt das Pleuel, dann kommt diese Kurbelwelle, die musst du mit zwei Mann tragen. Ja. Und das, so gesehen, sind 55 PS ja nicht viel, oder 35. Nee. Aber was für wahnsinnige Massen da bewegt werden. Mm. Ne? Irre, ne? Ja, finde ich verrückt. Mm. Ich habe nicht gedacht, dass der so schwer ist, der Kolben. Ja. Das ist ja den Stahlkolben, oder was ist das? Gusskolben. Ja. Gusskolben. Mm. Ja, normalerweise sind ja so Kolben, wenn man sie aus Alu, die sind ja relativ leicht. Die haben mal Balance mit Aluminiumkolben experimentiert. Ja, thermisch wahrscheinlich thermisch. Nicht gut. Riesenprobleme, ja, weil du weißt selber, ein Alukolben, gerade Glühkopf, dehnt sich total aus und wenn du den nicht vernünftig warm fährst, dann war der Zylinder noch kalt, die Zylinderwandung, und Kolben zeigt einen Klemmer. Was hier auch verrückt ist hier, du, Nico, die... Gegen Verdrehsicherung. Ja, diese Ringnuten, die sie hier gemacht haben und den... Der Verdrehsicherung wurde reingeschraubt. Ja. Bei denen ist das ja so, da sind so Kerben drin hier, kleine. Hast du so einen Kolben schon mal selber eingesetzt? Ja, natürlich. Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist bestimmt ordentlich Action, ne? Ist das gar nicht. Nee. Also ich finde das einfacher als beim so einem PKW-Motor oder so. Hier musst du so filigran aufpassen, dass hier auch nichts abbricht und Öl abschleifringt. Und aber hier, hast du denn auch einen Spannring hierfür, für die Ringe? Die haben vorne, die Zylinder haben eine Phase. Konisch. Ja, also, oder eine Phase. Ja. Wenn man das dann schön einölt,
Dann kann man auch, wenn man dann einen Mann zu Hilfe hat, einer drückt hier ein bisschen und da und dann plupp ist der erste, der zweite, der dritte und dann das geht eigentlich ganz gut. Ja, aber auch allein so einen Kolbenbolzen einschlagen, das ist auch schon gut. Ja. Ist schon ein bisschen. Kommen hier Sicherungsringe rein? Ja. Wie es gab, von das unten, gab ne? die, nee, es gab die mit Schrauben. Ich weiß gar nicht, was der jetzt hat. Da, da steckst du eine Schraube durch. Ja, genau. Und hier ist, guck mal, hier ist der Sicherungsdraht. Zack. Ne? Okay. Und die späteren, die hatten hier Sicherung. Das ist die Ölleitung hier. Für die Schmierung. Ah. Für den Kolbenbolzen. Da läuft das Öl dann durch. Mhm. Und hier ist die wieder dreckige Öltasche. Ja. So. Und dann muss ich noch mal ganz kurz was erzählen. Na? Guck. Weil viele Leute sind auch so der Meinung oder Gerüchte und von früher die Geschichten, ein Bulldog ist unverwüstlich. Der läuft immer. Mhm. Da kann nichts kaputt gehen. Höre ich auch immer. Das stimmt aber alles gar nicht so ganz. Nee, wenn der zum Beispiel kein Öl kriegt, dann ist vorbei. So, ein Bulldog steht 40 Jahre in der Ecke. Es sammelt sich Kondenswasser im Kurbelgehäuse. Wenn an der Einspritzpumpe das Saug- und Druckventil undicht ist, der Tank liegt hoch, kannst du dir vorstellen, was passiert. Der Diesel läuft durch die Pumpe, durch die Ventile, über die Einspritzleitung in den Brennraum rein. Und so ein Ding steht 40 Jahre. Okay, das heißt, dir läuft das ganze Kurbelgehäuse literweise voll Diesel. Ja. So, und wenn du dann das Ding anlässt, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Ja. Der macht Drehzahlen. Ja. So, und wenn du dann Schwungmassen hast von jeweils 90 Kilo, der Kolben 25 Kilo, Pleuel, und das Ding macht keine 540 Umdrehungen, sondern 900 auf einmal, der fliegt ja um die Ohren. Ne? Das ist wahr, da sind schon Geschichten passiert. Ne? Das kannst du auch nicht mehr aus, denn. Ne? Ja, und auch andere Sachen eben, wenn so eine Kolbenschmierleitung, die unterm Kühler langläuft, auf dem Zylinder, das ist ja auch nur eine kleine Stahlleitung, die man durchrostet, und der Kolbenbolzen kriegt keine Schmierung mehr. Der ganze Zylinder nicht. Hm. Und bei diesen Schwungmassen, er kriegt einen Klemmer. Gar nicht mal, dass er durchgeht, der Bulldog. Und dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Das Pleuel, das knackt die so auseinander und haut dir das Kurbelgehäuse durch, ein Loch da durch. Ne? Und die ganze Kurve verdreht sich auch. Ne? Also das ist nicht ohne. Man sollte nie einen Bulldog, der 40, 50, 60, 70 Jahre alt gestanden hat, einfach anschmeißen. Also, nee, dann ist vorbei. Oder? Kann vorbei. Muss man wissen. Ja, ja, wollen wir mal gucken. Lass mal hier zum Objekt, wa? Ja. Das ist ja geil, Alter. Guck mal hier, die schöne Pumpe, du. Ja. Erstmal ganz kurz, das ist ja hier, wollen wir denn? Er steht übrigens seit Dezember. Heiligabend haben wir noch eine Tour gemacht. Ich habe soweit auch nichts vorbereitet. Baujahr 8. Letztes Mal Dezember gelaufen. Im Dezember, ja. Baujahr 38. Der ist auch zugelassen übrigens. Das sind so meine, die alten Kennzeichen. Wir haben aber neue, die ich dann für Treffen und Straßenfahrten anbaue, wegen der Optik habe ich das auf. Das ist ein 38 PS Eilbulldog, eine Verkehrsmaschine. Eigentlich ähnlich oder gleich der Aufbau wie ein Acker-Bulldog, aber den haben sie ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen schnelleres Getriebe, Kotflügel, durchgehend, Scheibenrahmen, ein Cabrio-Verdeck, eine Doppelsitzbank. Große automatische Einrichtung, das war so für Kohlenhändler und Schausteller und all sowas. Der lief auch schon 28, 33 km/h, je nachdem. Ne? So, und hat auch ein bisschen andere Bereifung drauf und fette Gewichte und vorne Gussfelgen, ganz schwere. Also ein unheimliches Eisenschwein hier. Ja. Vorkriegs-Eilbulldog. Der wiegt ja bestimmt 3 Tonnen, das Ding. Ne? Nee, der hat mehr. Der wiegt jetzt, ich glaube, um die 4. So, ne? Boah. So. Also ein richtiger Eisenhaufen. Das ist ein richtiger Eisenhaufen, ja. 3,3550. Ja, der ist ein bisschen schwerer durch die Gussfelgen vorne. Mhm. Ne? Also der hat fast 4 Tonnen. Ne? Den habe ich jetzt seit über 20 Jahren in der Nähe von Berlin mal aufgegabelt. Da fehlten die Kotflügel und so. Da waren einige Sachen. Der war komplett auseinander. Komplett. Haben wir aber auf alt wieder hingebaut. Ja. Ich wollte das so machen und habe mir auch alte Teile besorgt oder auch teilweise was nachgetürkt, so, ne? Autogen geschweißt. Ja. Das ist doch Gusseisen. Nee, Blech. Das ist Blech. Ja. Schöne Schweißnaht. Schöne Schweißnaht. Ja, wirklich. Gut. Und das habe ich auch geschweißt. Das habe ich gemacht. Ja. Ja, das habe ich gemacht. Die fehlten ja, die Kotflügel. Ne? Mhm. Die haben wir praktisch. Ach, das war noch da und das hast du denn noch nicht? Nein, das war ein Bausatz aus Holland. Das waren Repro-Teile. Ach, damit das so aussieht wie das. Das habe ich damals
auf alt geschweißt, auch, also sage ich auch ganz ehrlich, wir künstlich hier Beulen reingetrimmert und gemacht und getan. Mhm. Dann habe ich das Gesandtstrahl ganz grob. Dann hat es, ich glaube, 5 Jahre im Garten gelegen. Alle durften da mal raufpinkeln. Und nach 5, 6 Jahren waren sie endlich, hatten sie diese Struktur. Dass das auch zusammenpasst. Ne? Mhm. Also die sind, ist Nachbau. Aber ansonsten ist es eine originale Verkehrs- oder Eilmaschine. So, Heizlampe. Wir schon mal so ein bisschen befüllt hier. Da kommt doch noch ein Sprit, ja. Da kommt Benzin rein. Gar nicht, wie voll die ist. Müssen wir mal gucken. Die darf man noch nicht ganz voll machen, dann versteht sich, dann hast du gar kein Volumen mehr frei. Hast du viel reingemacht? Ja. Tut gar nicht Not. Schön, ne? Ja, herrlich. So. Viele sagen, Lötlampe ist keine Lötlampe. Nee. Lötlampen haben den Brenner waagerecht. Ja. Kennst du ja zu Genüge, glaube ich, von aus früher. Aus dem Sanitärbereich, genau. Kenn ich. Und die muss man jetzt vorpumpen. Nee, warte, so wollen sie wir noch. Ja, lieber, mach du mal lieber. Ja. Du kriegst noch dreckige Hände. Zieh mal die Sicherheitshandschuhe an. Ja, das kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. So. So, die muss. Das ist der Windschutz. Ja. Den, den Verschlussdeckel auch wirklich dicht machen. Dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Hier haben wir gleich eine offene Flamme. Ja. Pump, pump, pump. Druck auf den Kessel. Hier undicht. Die greift über. Da sind schon Sachen explodiert. Ne? Das Ding ist wie eine Handgranate. Ne? Ich kann dir die Geschichte erzählen. Ja, ja. Mir ist mal sowas passiert. Dann siehst du die Heizlampen manchmal über den Treffenplatz wegfliegen. Ne? Wenn, so, und hier nehmen wir Spiritus. Weil Spiritus vorheizen mit Spiritus. Ja, raucht nicht so. Mhm. Dann hast du. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wir sind jetzt im Jahre 1933 und wir sind Bauern und müssen jetzt aufs Feld. Wie lange das dauert, bis wir auf dem Feld sind? Das ist doch irre. Ich zünd das mal an. Eine Stunde schon mal weg, glaube ich. Ich muss ein bisschen. Ja, noch krasser ist ja, wir sind jetzt Bauer, 1935. Ja, 35. Gut. Und sind im Winter. Ich bin Bauer Horst. sind im Winter in der Scheune, in der Strohscheune früher, Reetdach gedeckt. Ja. Überall liegt noch Kaff und Heu und Stroh rum. Ja. Und der Bullock steht da mittendrin und du fängst an, mit einer offenen Flamme, mit einer Heizlampe das Ding erstmal anzuzünden. Ne? Da sind schon öfter mal was abgefackelt. Da sind so einige Sachen passiert. Kann ich mir auch vorstellen. So, den lassen wir jetzt mal ein bisschen aufwärmen. Mhm. Dann wenn Bulldog länger steht. So, dann kann man hier die Richtung so ein bisschen. Warte, den machen wir mal den. Ölvorpumpen. Das hier ein bisschen. So. Was machst du jetzt? Öl vorpumpen. So, hier ist eine, also die normale Ölpumpe, der Bosch-Öler. Aber weil ihr jetzt so lange steht, hast du auch mal so Lecköl, was dann runterläuft. Das heißt, wir wollen die Leitung voll Öl machen. Ich will das nur mal zeigen, wie das so geht hier. Das habe ich aber, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Sollte man machen, wenn er lange steht. Ja. Dann muss übrigens der Schwungradkeil nach hinten zeigen, damit der Zylinder auch Öl bekommt. Der hat auch schon Holzwürmer hier. Der so, wird spannend. Langsam wird der Brenner durch die Vorwärmflamme warm. Ja. Jetzt kann ich schon mal ein bisschen den Hahn aufdrehen. Jetzt erheizt sich doch diese Flamme, dieser ganze Körper von automatisch. Ne? Mhm. Dauert jetzt einen Augenblick. Ja, holen wir schon mal ein paar Würstchen, wa? Ja. So. Die Bullock-Fahrer haben den meistens dann, dass das mit die Heizlampe warm werden. Dann sind sie dann mit der
mit der Ölkanne mal rumgegangen, schon mal hier und da oder mit der Fettpresse. Man hat ein bisschen Zeit, schon mal ein bisschen abschmieren. Ne? Zweite Frühstück. Ja. So, Glühkopf anheizen. Abgesoffen ist oder nicht. Ja. Das machen wir jetzt mal. Ach so, denn sonst, wenn er jetzt abgesoffen wäre, würde was rauskommen. Aber wie? Ja, ja. Okay. Lenkrad zum Starten.
der wo schon erlebt hat, ne? Ja. Vor dem Krieg gebaut als Verkehrsmaschine. Der wurde ja eingesetzt, das Ding. Ja. Unglaublich. Das war schon fast 100 Jahre alt, das Ding. 90 Jahre. Ja. Aber hängt gut am Gas, so ein Ding, ne? Ja, der hängt gut am Gas. Dafür, was das für Schwungmassen sind, ja, wieder in Bewegung sind. Wenn ich jetzt mal den Hahn aufmache. Gehen die Bremsen denn gut? Ja, die gehen gut. Ja. Bremsen ist nicht schlimm. Schalten ist immer schwierig, ja, beim Lanz, aber das muss ich dir gleich mal erklären. Kannst du mir zwischendurch? Ja. Oder ein bisschen länger warten? Nach Gefühl. Ja, okay. Aber ich musste die Gänge kurz mal erklären und dann wir versuchen das einfach mal. Ja. Abwürgen kannst du ihn aufgrund der Schwungmassen nicht so leicht. Nee. Da brauchst du keine Angst. Kupplung, die kann man ja auch ganz gut normal kommen lassen. Wieder hoppeln, ne? Ja. Ja. Cool. Komm, wir wechseln mal. Ja, und dann? Ne? Wollen wir mal ein bisschen Lanz fahren? Ja, genau. Ah. So. Oh. Erstmal. Das ist Kupplung hier, ne? Erstmal Fuß auf dem Gas. Der hier? Ja, genau. So. Schalten immer mit ganz wenig Gas. So, fahrt immer ein bisschen vorsichtig los. Kupplung. Bremse los. Bisschen Gas, 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 Gas. Geht doch. Das ist geil. Schönes Cabrio-Wetter. Oh, ist das geil. Ja. Und Bremsen? Hier. Das Bremse? Ja. Ja. Wie geht's? Und das ist auch noch Handbremse, ja, oder was? Das ist meine wie der Fahrstuhl, die kann meine Notbremse. Ja genau, kannst du zur Not, wenn ich, genau, wenn ich nicht bremsen kann. Oha. Geil. Und jetzt den nächsten Gang. Oh, oder sollen wir den so lassen? Das geht noch. So. Aber du kannst ihn ja mal ein bisschen Angst einjagen. Wendig reicht. Da lang oder da zurück? Da lang, ja. Aber das sieht man erst mal umdrehen. Ja. Du kannst hier richtig gut mit um. Ne? Ja. Sportlich. Das macht Laune. Das entschleunigt. Und dann mal den schönen Wetter herum. Nico, wir haben Spaß. Hey, geil. Schön, du. Ja. Ja, fahr dir vor, fahr mal nach Hause. Also mach mal schön nach Hause, ja. Zahnräder in dem Getriebe, ne? Das glaubst du nicht an mich. Also das Differential, das hat so einen Durchmesser von 80 cm, ja, 8 cm breit. Das ist unglaublich. Aber nicht schräg verzahnt, gerade verzahnt? Ja, alles gerade verzahnt. Oh, verrückt. Das ist wie so ein Schiffsmotor irgendwie auch, ne? Ja. Haben die nicht auch so viele Schiffsmotoren gebaut? Ja, also. Ich glaube, das gab es auch mal, ne? Lanz hat ja nicht den Glühkopfmotor entwickelt oder erfunden. Nee. Den gab es schon viel, viel, viele Jahre.
Jahre vorher. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Kolben da so groß wie so ein Marmeladeneimer da so. Die ganze Zeit. Ja, wo soll er denn sonst? Ja. Stand laufen und wir lassen ihn rückwärts laufen, sag ich, ne? Oh ja, genau. Da mal hinten noch. Genau. Cool. Wie gesagt, und wir lassen ihn jetzt mal rückwärts laufen. Das mache ich mit der Einspritzpumpe. Genau, da wollen wir mal sehen. Das war auf jeden Fall aufregend. So eine schöne Entschleunigung. Das ist ja wie Sportwagen fahren. Richtig geil, doch. Cool. Ja, hier ist mein Zuhause. Schön, ne? Hier fühle ich mich wohl. Das ist so geil. Jetzt hat er eine wunderbare Maschine, ist auch warm, schön, Glühkopf ist heiß. Eine super Standdrehzahl. Ich glaube so 80, 90 Umdrehungen. Ne? Da kann er stundenlang laufen, ne? So, und wenn ich ihn jetzt mal rückwärts laufen lassen will, was dem Motor nicht schadet, die Ölpumpe funktioniert. Ja, der hat ja kein Getriebe. Wir versuchen das mal. Kriegt er ein bisschen Einspritzung. Nehme ihn mal weg. Eigentlich ist das jetzt auch... Jetzt läuft der leer ohne Einspritzung. Ja. Ne? So, und jetzt? Der richtige Moment. Jetzt läuft er rückwärts rum. Jetzt habe ich so gesehen auf 6 Rückwärtsgänge. Also der würde rein theoretisch, so schnell können wir gar nicht ums Umpumpen. Ne? Nee. So, jetzt läuft er so rum. Nehme die Drehzahl wieder weg. Das ist ja verrückt. Ja, das hatten wir mal ganz schnell raus. Das macht doch Spaß. Pumpen, andere Richtung. Da lang. Ah, oh, der war fast auf. Ja. Hast gesehen? Rückwärts. Geil. Spaß. Wahnsinn. Wir können ja mal eine Wurst essen, dann kannst du hier noch ein paar Stunden spielen. Ja, dann lassen wir eine Wurst essen, auf jeden Fall. Plop. Sollen wir die Sendung beenden hier? Plop. Oder sollen wir noch zeigen, wie wir die Wurst essen? Oder sollen wir noch zeigen, wie wir Bier trinken? Genau, wir müssen ploppen noch. Ich hole das mal. Du musst hier auch sein, ja, genau. Hund. Warte mal, fax dir dein Bier. Kann er Platz sagen? Platz? Ja. Kann er hüten, nicht der Hund? Eins. Zwei. Drei. Spätzünder. Spätzünder, Fehlzündung. Macht nichts. Alter Glühkopf. Prost. Wir beenden die Sendung hier und ich glaube, was wir machen, weil Nico hat noch so ein ganz, ganz interessantes Motorrad hier, was mich sehr interessiert. Fängt mit O an, mehr sage ich nicht. Und das wird auch nochmal in eins unserer kleinen, schönen Videos. Hoffe ich doch. Machen wir, ne? Gute Zusammenarbeit. Prost. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.